Ohayo gozaimasu und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. Wir haben es zumindest durch den Anfang geschafft. Alles andere hätte mich aber auch gewundert. Wir werden nun unsere erste, ich wollte gerade sagen Butterstatue, aber es ist ein Statue des Bildhauers. In der Open World, ja genau, Reise per Figur des Bildhauers. Das geht hier nämlich auch schon direkt von Anfang an. Und wir legen hier einfach mal los. Man hat dann erstaunlich viel Freedom in Sekiro. Ich hüpfe gerade allerdings sehr unkoordiniert durch die Gegend. Ich will mir hier natürlich alles angucken. Tschüss, Kollege. Beste Wache ever. Feinde lassen Beute wie Objekte und Geld fallen. Du kannst Beute von mehreren Feinden und aus der Distanz sammeln. Gefundene Objekte sind anders. Zum Aufnehmen musst du dich ihnen nähern. Okay, alles klar. Das ist selbsterklärend. Kügelchen nehmen wir mit. So, ich glaube nämlich, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo Sekiro rauskam, das nicht so gespielt habe, wie ich... Hallo? Gib mir doch auch die Pinunsen hier. Da leuchtet doch eindeutig Kohle. Okay. Nicht so, Sekiro nicht so gespielt habe, wie ich... Wie man auf jeden Fall ein FromSoft-Game zocken sollte. Ich habe mich natürlich umgeguckt, aber wirklich akribisch oder sehr genau war ich da nicht tatsächlich. Das werden wir in dem Run ändern. Also ein paar Sachen habe ich mir natürlich gerade zum Ende hin, da werde ich euch hier auf gar keinen Fall irgendetwas spoilern. Oh, dachte ich schaffe das. Oh, dieses Kampfsystem. Ich werde euch natürlich nichts spoilern. Ach scheiße, ich habe nicht gelesen, was die Keramiksplitter machen. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir können ja einfach hier ins Inventar gehen. Ein Stück Keramik, das bei einem Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht. Ach, das ist zur Ablenkung, alles klar. Jetzt muss ich mich kurz nochmal... Oh nein, mein Näschen kribbelt. Oh, oh. Oh. Ein Shinobi muss nicht niesen. Oh Gott. Die größte Herausforderung. Dass das keiner gehört hat. Wollte schon sagen. Hier unten war ich nämlich noch nicht, oder? Guck mal, da liegt nämlich noch was. Keramiksplitter. Werde ich wahrscheinlich nie einsetzen. Aber besser haben als brauchen. Und hier geht's auch nicht runter. Alles klar. Guck mal. Super stealthy hier. Jetzt sneaken wir uns an. Ah, guck mal, da ist doch auch direkt ein williges Opfer. Niemand hat was gesehen. Das ist keine Blutfontäne gewesen. Oh, scheiße, ich muss mich ja wieder ducken. Ja, andererseits, weißt du was? Ist mir doch jetzt nicht von so einem Wannabe-Pack auf der Nase rumtanzen. Oh Gott, er hat eine Schusswaffe. Er hat eine Waffe! Oh shit, Hund. Okay, das mit einem Schlag down. Das ist natürlich ganz gut. Ungus-Konfekt. Ein Konfekt aus dem Senpo-Tempel von Ungo gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzerrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Senpo-Mönche verteilten dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. Okay. Alles klar. Keine weiteren Fragen. Da ist noch ein Beutelchen. Kügelchen. Das ist bestimmt, das sind bestimmt Globuli. Aber dann hätten sie ja keine Wirkung. Ah, daneben. So, ich hole mir erstmal hier die Statue des Bildhauers. Ich finde es ganz gut, dass man sich entscheiden kann, ob man da rasten möchte. Mein Gott. Habe jetzt aber lange gebraucht, um ihn zu treffen. Warum kann ich hier rüber? Das ist wahrscheinlich gar nicht relevant, ne? Das ist einfach nur
Ja, wir hatten das Asset von dem Baum noch und den haben wir jetzt halt da oben hingesetzt. Ah, guck mal. Noch ein Keramiksplitter. Ja. So, was hast du? Wurfsternrad. Ein von mechanischem Genie Dogen gebautes Gerät. Ich habe das Gefühl, meine Kamera hat gerade... Das macht die in letzter Zeit. Flackert meine Kamera? Naja. Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad, da die Ränder zum Stapeln gedacht sind. Ein gutes Beispiel dafür, was durch Kombinieren von Feinmechanik mit dem Talent eines Shinobi entsteht. Nice. Ja, da ist ein Prothesenmodul, unser erstes. Das können wir zum Bildhauer bringen und uns einsetzen lassen. Dann können wir diese Wurfsternapparatur nutzen, die uns bestimmt einiges in den Kämpfen erleichtern wird. Vorne steht ein Dickman. Da oben kann ich aber noch hin. Ich möchte wissen, was da ist. Aha, ein schwarzer Hahn. Warum ist denn hier ein schwarzer Hahn? Was tut er hier? Ach, guck mal, die Bildhauerstatuen werden einem sogar durch die Wände durch angezeigt. Das ist ja sehr nett. Na komm, da komme ich auch hoch. Easy. Nein. Ja, so. Da oben ist nämlich bestimmt was. Nein. Das finde ich ernüchternd. Da können wir aber mal... da hinten ist auch noch ein Riesentempel. Sieht immer alles aus wie ein Tempel. Wahrscheinlich ist es gar kein Tempel. Also mal durch. Unser Weg führt uns hier vorne lang. An The Dickman vorbei. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Fallschaden gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber sicher bin ich mir nicht, weswegen ich mich nicht traue, aus zu krassen Höhen zu springen. Ich weiß nicht, ob es wie in Elden Ring ist, dass Fallschaden einfach sehr viel mehr Höhe verzeiht. Oder unten könnte man aber drauf. Aber das ist ein bisschen sehr hoch, da sterbe ich doch, oder? Aber ich würde es gerne ausprobieren, muss ich sagen. Naja, wir legen uns vielleicht erstmal mit dem Kollegen hier hinten an. Können wir ja backstabben. Hoppla. Nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Tschüss. Weißt, gefährliche Angriffe. Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können. Durch ein Gefahrsymbol zu erkennen wird. Das ist das japanische Zeichen für Gefahr. Bei einem solchen Angriff musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. LB bei Stoßangrifftreffer parieren. A vor Rundumangrifftreffer springen. Springe oder sprinte bei Greifangriffen außer Reichweite. Oder B Ausweichschritt. Ach du gute Güte. Oh, der hat auch ein paar HP mehr. Den müssen wir noch einmal erwischen. Komm her. Oh, Junge. Wie wir ihn zerfetzen. Oh, dieses Kampfsystem, es bockt so unglaublich. Es sieht wahrscheinlich super unspektakulär aus. Und wir kriegen eine Gebetsperle. Das ist richtig gut. Denn jetzt brauchen wir... Und Kürbissamen, meine Güte. Emma kann hiermit die maximale Verwendung der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Das war richtig... Richtig worth it. Mehr Heiltränke. Wir haben unsere erste Gebetsperle, mit der wir unsere, wenn wir 4 Stück haben, unsere Vitalität erhöhen können. Nice. Und eine Handvoll Asche. Stark. Und gar nicht mehr auf mit den guten Sachen. Achso, ja, jetzt wollte ich ja noch... Ich will es kurz ausprobieren. Wir haben jetzt den Typen umgebracht. Wir haben in der Nähe hier eine Bildhauerstatue. Ich will da jetzt mal runterhüppen. Das wird schon irgendwie möglich sein. Hilfe! Oh, es gibt Fallschaden, alles klar, aber stark reduziert. Schnellobjekte. Ja gut, das kriegen wir natürlich hin.
So, da ist ein Item, aber hier geht's rein. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Oh. Eine verhüllte Jizo-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff, im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ihr versteht es vielleicht noch nicht, wenn ihr Sekiro noch nicht gespielt habt. Aber ich glaube, ich weiß, was es damit auf sich hat. Gachins Konfekt. Was macht das? Es macht lautlos und unsichtbar. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Das ist halt schon echt krass, wie viel Freiheit man hier hat, sich zu bewegen, ne? Sind jetzt einfach in eine tiefe Schlucht gesprungen. Und jetzt hier nach rechts wird dann wahrscheinlich der Teil sein, wo wir eigentlich durchgegangen wären. Nach dem Dickman da oben. Den holen wir uns. Oh. Alter, was? Spinnt er denn? Der kann mir da doch nicht mit Kanonen entgegenballern. Okay, jetzt. Oh nein! Ich bin mitten im Feindeslager. Oh, wie ärgerlich. Nein, geh doch weg von der Wand. Okay, wir müssen uns hier irgendwie mal gerade durchmanövrieren. Wo sind die alle? Da hinten schleicht einer, da oben steht einer. Oh, ein leichter Geldbeutel. Nehmen wir mit. Gehen wir mal auch los. Ach, wir schnetzeln uns hier einfach durch. Hallo, ich bin hinter dir. Kollege? Hallo, Kollege? Sag mal. Was ist denn los mit ihm? Oh, jetzt wird's. Oh, jetzt wird's hakelig. Jetzt haben wir uns übernommen. Eieiei, jetzt haben wir uns aber übernommen. Okay. Das ist zu viel. Das sind viel zu viele. Das ist ja die halbe japanische Armee. Stück für Stück einfach. Immerhin können wir keinen Schaden bekommen, während wir in diesem Finisher-Move sind. Scheiße. Dort schon funktioniert da nicht. Jetzt ist da auch noch so ein Dickmann. Jetzt wird's aber heikel. Oh Gott. Ich hau mal ab, ne? Das ist mir doch alles sehr wuselig. Ich glaube, das, das resetten wir mal lieber. Hm. Das können wir auch hier nicht aufmachen. Ich glaube, ich nehme einfach hier nochmal ein Kügelchen. Warten, bis die sich ein bisschen beruhigt haben. Versteck mich hier im hohen Gras. Bei dem Pokémon. So. Schon wieder alles ganz entspannt. Er ist extra vorsichtig. Vorsicht, dass du nicht stolperst, wenn du so rückwärts gehst. Das kann ganz schnell passieren. Und dann stolperst du in mein Schwert. Ärgerliche Sache, sowas. Ganz ärgerliche Sache. So, dann sind wir ihn auch los. Oh, shit. Wo ist denn der andere Kollege, der hier sich rumgetrieben hat? Eieiei, vor dem habe ich echt Angst. Oh, auf den Kopf. Uiuiui. Der ist krass. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Uah.
So, wir dürfen uns nämlich tatsächlich entscheiden. Das neue Feature in Sekiro, das heißt nicht umsonst, Shadows Die Twice. Wir dürfen entscheiden, ob wir hier sterben wollen oder wieder auferstehen. Und wir stehen wieder auf. Wir sind ja noch nicht fertig. Ach, scheiße. Ist da der andere Kollege noch mit dabei? Komm her. So, meine Güte. Sind wir ihn los? Nein, nur ein Schlag. Nur ein Schlag. Ich mache zwei Schläge. Ah, Schande. So eine Scheiße. Das hätte nicht sein müssen. Das war sehr, sehr dumm von mir. Die Hälfte der Erfahrung für den nächsten Fähigkeitspunkt und Zen gehen beim Tod verloren. Alles verloren ist für immer fort. Man kann diesem Verlust nicht entkommen. Vielleicht einzig durch die Gnade der Götter oder Buddhas. Ja, es gibt so eine Mechanik, wo man eine ganz kleine Chance hat. Auf göttliche Gunst bedeutet einfach, dass die Sachen, die man beim Tod verloren hätte, nicht verliert. Ein Tod ganz ohne Strafe sozusagen. Und wir räumen jetzt hier noch mal auf. Das ist natürlich ganz klassisch. FromSoft, alle Gegner wieder da. Wer schießt da noch? Au! Ach, na klar, von da drüben. Geil, wie ich an dem vorbeigeflogen bin. Dann kommt der Fatty Mac Fatman. Soweit so gut. Ganz ruhig. Ah. Wie er auch noch diesen kleinen Hüpfer vorher macht. Wieso? Wieso kriege ich das nicht gedodged? Wieso stelle ich mich da so an? Kurz zur Erklärung. Ich wollte einmal an ihm vorbei. Ich habe irgendwie gedacht, er kriegt mich nicht. Das war offensichtlich ein Irrtum. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, als an ihm vorbeizuspringen. Und das war offensichtlich ein fataler Fehler. So, jetzt aber mal Serious Business hier, ne? Ist aber auch gut. Na, guck mal. Moin. Den schon mal los. Können wir uns die Kerlchen hier holen. Oh, ich baue Scheiße. Oh, ich baue Scheiße. Oh, Leute. Ich baue massive Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. So, die sind mal los. Kügelchen noch mal rein. Regenerieren sich die Kügelchen eigentlich auch? Wieso habe ich denn schon wieder drei ready? Jetzt holen wir uns die Typen da oben. Oh, den hätten wir auch lauschen können. Scheiße! Knabbersting. Das ist überhaupt nicht gut. Nein! Was mache ich denn hier? Das kann ja nicht wahr sein.
Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Also das kann ich eigentlich besser. Ich entschuldige mich offiziell für das, was hier gerade passiert. So, noch ein Kügelchen. Und den Fettmann will ich haben. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Oh. Ein Mibu-Ballon. Zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser verspritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Okay, so. Machen das jetzt ganz, ganz fein, Stück für Stück. So wie ich es mir eben vorgenommen habe. Einschlag und Deckung. Jetzt ist da aber natürlich noch so ein kleiner Knirps. Au, Frechheit. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Immer eine Etage nach oben. Ja, der Kleine ist schneller. Da komm du mal her und hol dir kurz deinen Todesstreich und dann haben wir unsere Ruhe. Hallo? Kommst du bitte her? Ach, Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! So eine Schande, ey. So. Weg mit dem Kollegen. Jetzt komm du mal her. Oh, immer wieder. Das ist einfach eine Geduldsaufgabe. Nichts anderes. Nein! Oh Gott. Das gebe ich zu, kam überraschend. Ja, noch ein paar Sachen auf Lager. Machst du noch was? Ich werde nichts machen. Du machst was. Oh, er rastet aus. Eieiei. Jähzorniges Kerlchen. Nee, nochmal kriegst du mich damit nicht. Oh, fast zu viel gewollt. Das war gefährlich. Hinter uns ist auch der Abgrund. Boah, da wäre ich aber fast zu schnell ran, aber wir haben ihn. So hat das auszusehen. Meine Güte. Das war ja jetzt ein Hin und Her. Eieiei. Das wäre ja sehr unangenehm. So, was haben wir hier? Da steht jemand. Mit der kleinsten Glocke der Welt. Oh, bist du das, Inosuke? Mein Sohn, hast du den jungen Herrn gesehen? Ich bin nicht dein Sohn. Da haben wir es wieder, Inosuke. Immer erzählst du mir, ich würde senil. Aber eine Mutter kennt ihren eigenen Sohn. Wie dem auch sei. Nimm diese Glocke. Sie ist ein Talisman. Ich habe sie für den jungen Herrn gemacht. Bitte, bete sie Buddha zu seinem Wohl an. Ein kleines Glöckchen? Kuros Glockenamulett. Warum flackert das denn da so? Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Marodentempel weiß, wie man es darbietet. Okay. Inosuke, mein Sohn, hast du Buddha den Glockentalisman dargeboten? Hast du es bei dem maroden Tempel mit dem sturen Bildhauer versucht? Bestimmt findest du Buddha dort. Ja, also gute Frau, ich bin nur noch gar nicht los. Inosuke, mein Sohn, hast du Buddha? Hast du es? Nein, hab ich nicht. Ist ja okay. Sie wiederholt sich. Dann haben wir alle
Dialogoptionen durch. Jetzt gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Hier ist nochmal ein Hühnchen. Lecker Nuggets. Oh Gott! Nein! Ich wurde von einem Huhn verprügelt. Na, von einem Hahn. So viel Zeit muss sein. Ah, oh, scheiße, ey. Och. Machst du immer recht, Chicken Wings. Oh, aber wir haben göttliche Hilfe. Wir haben nichts verloren diesmal. Das ist natürlich sehr erfreulich. Die Hälfte der Fähigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren, aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Genau. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Ich weiß nicht, wie sich dieser Prozentwert ergibt. Also, ob man den erhöhen kann oder ob es einem auch passieren kann, dass der niedriger wird. Ich mach mal hier die Kollegen kaputt. Wobei es ja Erfahrungspunkte sammeln in dem Game so nicht gibt. Man levelt ja nicht in dem Sinne, sondern man bekommt Points, die man in neue Skills stecken kann, aber faktisch wirklich in Werten stärker werden gibt es nicht. Das gibt es nur mit den Gebetsperlen für die Vitalität und der Kampfkunst, glaube ich, heißt das von den großen Hauptbossen. Natürlich scheiße, dass der Fat Man da wieder dabei ist. Ich finde es auch echt unhöflich, dass der seine eigenen Kollegen nicht bekommt. So, ich bin an der Stelle fies gestorben und musste kurz die Aufnahme pausieren, weil mir hier die Beleuchtung entgegengekommen ist. Vor lauter Wut ein wenig zu fest auf den Tisch gehauen und dann passiert sowas. So. Das ist ja wirklich unangenehm peinlich, was hier passiert. Aber ich sehe es auch nicht ein, dass mir hier die kleinen Popelsoldaten irgendwas zu sagen haben. Die werden jetzt alle auseinandergenommen. Den Dickmann hinten lasse ich vielleicht in Ruhe. Habe ich mir noch nicht überlegt. So, jetzt ist nur noch der Dickmann da. Ah, hier ist noch er. Jetzt müssen wir den los. Die sind schon deutlich krasser, die mit ihrem Tarnnetz. Fuck. Dass der blöde Gewehrheini da um die Kurve steht, macht's nicht einfacher. Ey, wie frech, ich kam gerade aus der Animation. So. Das ist doch ganz gut, oder? Dann haben wir hier aufgeräumt. Den Dickmann oben lasse ich in Ruhe. Nochmal muss ich mir das nicht geben. Jetzt haben wir noch ihn hier. Da waren wir ja eben. Da ist oben der Kanonen-Heini. Da werden wir uns aber schön drumherum schleichen. Ich gar nicht ein, dass ich mit dem irgendwie das Diskutieren anfange. So. Schwarzes Schießpulver kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserung einschließlich solche mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Das ist natürlich gut. Das war schon wieder ein nicht sehr erfolgreicher. Nicht sehr erfolgreicher Sprungangriff. Aber wir kommen durch. So will ich das sehen. Da kommen wir nicht hoch. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. So, wie kommen wir denn jetzt hier am besten weiter?
einfach hier so durchschwingen, ne? Kurz gucken, ob die Tür aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Ne. Da oben geht's ja auch irgendwo hin. Aber das kann ich noch nicht anpeilen. Aber ja, hier so. Jetzt kommen wir da rüber. Was haben wir denn hier? Oder das ist, glaube ich, einfach nur ein weiterer Schleichweg. Ja, aber von da... Was ist das da oben? Da das schwarze Ding. Ist das ein... Ich habe eine Vermutung, was das sein könnte. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Mach ich vielleicht, mach ich dann in der nächsten Folge. Da hinten ist nämlich noch ein Buddha. Den möchte ich erstmal haben. Erstmal ein Safe Point. Dann können wir weiter gucken. So, mit Hähnen habe ich ab sofort ein persönliches Problem. Buddha-Statue. Ah, schön. Figur des Bildhauers entdeckt. So, können wir auch direkt rasten, dann geht es uns besser. Und dann sind wir noch eine ganze Ecke vorangekommen. Es war ein bisschen sehr unangenehm peinlich, was ich mir da hinten am Tor erlaubt habe. Aber wir sind weitergekommen und in der nächsten Folge schauen wir uns da hinten auf dem Zipfel dieses schwarze Ding da an. Da können wir ja bestimmt hoch. Und dann geht es natürlich noch hier in die Richtung weiter. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Oder wie man sagt, man im Japanischen, Sayonara.